Dann habe ich als nächstes diese Hose, Leute, die ist ein Traum. Die ist einfach nur ein Traum. Ein wahr gewordener Traum. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr gesehen habt, habe ich für euch heute meinen zweiten Naked Haul Teil. Also ja, der zweite Teil vom Naked Haul. Try-on-Haul. Wie immer werde ich euch unten alles verlinken, nach der Ordnung, wie ich sie euch natürlich hier auch zeige. Und wenn euch solche Videos gefallen, Leute, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, let's go, okay? Als allererstes habe ich hier dieses schwarze Oberteil. Man sieht es jetzt gerade nicht so richtig, aber ihr seht jetzt mal da ein Bild und gleich noch das Video dazu. Ich habe das in der Größe 36 gekauft. Es ist so schön und so elegant und man kann das so gut stylen. Ich habe jetzt da mein BH angelassen gehabt. Natürlich würde ich das nicht mit einem BH tragen, sondern ich würde Boob-Tapes drauf machen, weil es gibt einfach alles. Vorne sieht man zwar nicht viel, aber hinten ist rückenfrei. Es ist mehr so Crop-Top-mäßig. Mit einer langen Hose geht das auf jeden Fall voll klar. Und es ist so ein elegantes, wunderschönes Oberteil. Das ist so ein Ausgeh-Oberteil mit deinen Freundinnen den Cocktail trinken oder auf eine Date-Night. Einfach perfekt dafür gedacht. Und es hat hier an der Seite so eine Raffung, die hier so an der Schulter sind. Und ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass es einfach perfekt ist. Like, ich fand es so schön, dass ich mir das einfach nochmal in einer anderen Farbe geholt habe. Eigentlich wollte ich drei Farben, aber die eine Farbe war dann schon ausverkauft. Also habe ich es einfach nur in Schwarz geholt. Und dann noch in dieser Champagnerfarbe. Ihr könnt das auch da wieder sehen. Gold, Champagnermäßig. Ich musste es einfach haben, weil das habe ich halt auch in der 36 gekauft. Ihr seht da auch den Preis, den ich dafür bezahlt habe. Und ja, es ist eigentlich dasselbe. Es ist dasselbe wie das Schwarze, nur in Champagner, wie schon gesagt. Und ich wollte eigentlich noch mehr Farben haben. Aber es gab das nicht mehr dann in der richtigen Größe. Deswegen habe ich das gelassen. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es mir wohl vielleicht nicht passen würde in der 36. Aber es hat perfekt gepasst. Also ein Glück habe ich das geholt. Und wie gesagt, ich würde es normalerweise, wenn ich es dann tragen werde, werde ich auf jeden Fall Boob-Tapes drauf machen, okay? Weil so mit BH geht gar nichts. Asozial des Todes. Und ja, das ist aber so klar, oder? Es ist doch klar, dass ich das niemals so tragen würde. Like, girl, hallo. Okay, naja, egal. Das ist auf jeden Fall das Oberteil. Dann habe ich mir hier ein Kleid gekauft. Oh, es ist mir schon beim Anprobieren leider dreckig gegangen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es ist mir dreckig gegangen. Es ist dieses schwarz-weiße Kleid. In diesem Muster, also immer wieder schwarz-weiß und so weiter. Das habe ich jetzt geholt in einer XS, weil es gab es leider nicht in einer S und das war leider, man sieht es jetzt da vielleicht nicht so sehr, aber es ist mir leider zu eng. Ich glaube, ich werde es nicht behalten, weil es ist mir einfach zu eng. Es sieht Bombe aus angezogen so. Es geht eigentlich auch noch so, aber eine S wäre auf jeden Fall viel, viel besser gewesen. Es ist ein bisschen schade drum, es ist ein langes Kleid, hat nirgendwo einen Schlitz oder irgendwie sowas. Etwas längere Ärmel, und ja, sitzt sehr hoch. Ist ein super elegantes Kleid, was man halt auch auf so Business-Trip, Business-Essen oder was auch immer, so Business auf jeden Fall, tragen würde. Aber ja, wie gesagt, das ist mir leider etwas zu eng. Dann habe ich mir nochmal diese Hose hier geholt. Ihr kennt die in Braun mit dieser Nadelstreifen. Ich habe sie mir jetzt noch in Schwarz geholt, Leute, weil ich musste einfach, weil, hallo, die Hose ist so schön und die sitzt so perfekt. Ihr seht da jetzt mal ein Bild und dann das Video. Die kommt auch hier wieder mit so einem Schlitz unten. An der Seite haben wir einen Reißverschluss und so ein kleines Teil, wo man so einklemmen kann, dass nichts aufgeht. Und sie ist high-waisted, sein Vater. Und das ist so perfekt. Und sie ist so, sie hat so viel Elastan drin. Ich liebe Hosen mit Elastan. Also überhaupt alles, was Elastan drin hat, liebe ich. Weil sich das meiner Meinung nach besser am Körper so und nicht Sachen so wegdrückt. Ne? Wenn ich Hosen kaufe ohne Elastan, das drückt einfach nur und sitzt schlecht. Deswegen, ich liebe alles mit Elastan. Es ist einfach so eine Bombenhose. Wie gesagt, ich habe sie schon in Braun mit diesem Nadelstreifen. Jetzt habe ich sie mir in Schwarz geholt und auch die habe ich in der 36 gekauft. Und ja, viel zu sagen ist nicht, außer dass sie perfekt auch sie kombiniert mit so einem, ich glaube, ich hatte sie hier mit so einem schwarzen, mit dem einen schwarzen Oberteil an und sie ist einfach so, oh, sie ist einfach so nice. Ich liebe die Hosen, okay? Ich habe davon jetzt drei.
eine komplett schwarze, eine braune mit Nadelstreifen und jetzt die schwarze mit Nadelstreifen. Ich kann sie euch nur empfehlen, einfach 5 Euro. Die hat einfach 5 Euro gekostet, Leute. Also man kann da nichts falsch machen. Wirklich, gönnt sie euch. Dann habe ich als nächstes hier eine Hose. Die habe ich in 36 geholt. Aber leider sitzt sie hinten nicht so gut. Die ist in so einem Beige-Ton, so einem helleren Beige-Ton. Und ihr seht da mal das Foto und dann gleich das Video dazu. Wie gesagt, in 36 habe ich sie geholt, aber die sitzt halt nicht so gut. Die ist so eine Anzughose. Kommt hier mit, wo man Gürtel reintun kann. Vorne haben wir so eine doppelte Vernähung, keine Ahnung, so. Und Straight Leg auch. Hat keinen Schlitz oder irgendwie sowas. Sie sitzt okay. Ich werde sie behalten und ich werde sie auch anziehen. Aber ich weiß nicht, ob eine 34 besser gewesen wäre, aber meine Beine wären nicht durchgekommen bei einer 34. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, weil ich hatte die Hose schon mal mir geholt gehabt in einer 38 und es war Katastrophe. Gerade hinten am Rücken, ihr wisst doch, der Übergang zum Po, Katastrophe. Bei dem geht's noch, aber man sieht auch trotzdem, ihr wisst doch, es steht so ein bisschen ab, was schade ist. Aber ansonsten, die Hose selber hat hier diese kleinen Fake-Taschen, ist perfekt. Die Hose ist eine wunderschöne Hose, die ich mir jetzt nicht nochmal holen werde in der 34, weil ich glaube, das würde mir auf keinen Fall passen. Deswegen behalte ich die. Und ja, der Stoff, super schöner Stoff, kann ich euch empfehlen. Die hat jetzt kein großartiges Elastan mit drin. Sie sitzt trotzdem sehr gut. Ich müsste sie mit einem Gürtel tragen und ja. Genau. Dann habe ich als nächstes diese Hose, Leute. Die ist ein Traum. Die ist einfach nur ein Traum. Ein wahr gewordener Traum. Like, die sitzt so perfekt. Also hier seht ihr das Bild und ihr seht gleich dieses Video. Die sitzt so perfekt. Die sitzt einfach so mega gut. Ich sag euch, ich weiß nicht, ob das jetzt sogar meine Lieblingshose ist. Noch mehr als die von Pull&Bear, diese schwarze, die ich euch auch schon gezeigt habe. Ich habe sie mir jetzt auch in Rot gekauft. Dazu werde ich auch ein Video machen, aber naja, jedenfalls die, ihr seht das, wie perfekt die sind. Ich habe die auch in der 36 geholt. Es ist auch eine Front Slit Suit Pants, also die gehört zu einem Anzug, ist so eine Anzughose. Ich würde natürlich jetzt nicht unbedingt Anzug drüber anziehen. Sie hat vorne die Schlitze, hier, ihr seht es da auch im Video. Und hat jetzt gar keine Taschen dran. Hinten sind auch nur zwei Fake-Taschen, aber die sind so perfekt. Und die ist High-Waisted. Ich liebe High-Waisted-Hosen, weil man dazu kurze kleine Oberteile anziehen kann. Gerade jetzt im Sommer einfach perfekt. Oder auch im Winter, dann hast du halt einen langen Pulli drüber und trotzdem eine High-Waisted-Hose. Und das geht halt einfach klar. Ich bin schockverliebt in diese Hose, okay? Und ich finde es voll nice, dass ich sie in beige habe, weil ich habe viele schwarze Hosen, aber kaum beige Hosen oder sowas in der Art. Deswegen, ja, eine perfekte Hose. Und die hat mich auch kaum was gekostet. Ihr seht den Preis da. Einfach, kann ich euch nur empfehlen, Leute, rennt. Ich glaube, die haben immer noch, ich glaube, die haben jetzt 40% auf alles. Kann sein aber, dass diese Sachen immer noch bei 80% liegen, ne? Dann habe ich hier so ein langes Kleid in so einem Woll-Look. So ein bisschen. Also es ist ein dickerer Stoff, aber nicht zu dick. Ich glaube, man kann das trotzdem im Sommer anziehen. Und es ist ein super langes Kleid, was man oben am Hals so festmachen kann. Es sitzt eigentlich auch perfekt. Ich habe es auch in der Größe S geholt. Aber an der Seite bei den Boobs steht es so ein bisschen ab. Ich muss mir da noch was überlegen, wie ich das da irgendwie hinkriege. Ich bin 1,60 Meter, für die, die immer fragen. Ich bin 1,60 Meter und das Kleid ist mir viel zu lang, okay? Selbst mit hohen Schuhen, ich habe mich ja so ein bisschen aufgestellt, selbst mit hohen Schuhen würde das immer noch auf dem Boden ankommen, okay? Aber ich finde das nice. Ich liebe solche Maxi-Kleider. Ich habe damit gar kein Problem. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, es kommt in dieser wunderschönen Farbe. Wie gesagt, Wolllook, hat keinen Schlitz irgendwo, hat aber diesen freien Rücken. Also wenn ihr nicht auf sowas steht, dann lieber nicht kaufen. Aber wenn ihr so freien Rücken mögt, so ein bisschen, ihr wisst schon so, dann gönnt euch das Kleid, weil das habe ich auch im Sale gekauft. Ich habe eigentlich alles im Sale gekauft. Und ja, genau, das ist dieses wunderschöne braune Kleid. Dann habe ich mir dieses Oberteil hier gegönnt. Ihr kennt den Rock, also wenn ihr meinen anderen Haul gesehen habt, gibt es dazu den passenden Rock. Ich habe jetzt einfach das passende Oberteil dazu bestellt, weil ich dachte, why not? Und das war, hat auch kaum was gekostet. Ich habe die Größe S genommen. Was ich cool finde, ist, wie es halt sitzt.
Ob es später irgendwann nervig sein würde, weiß ich nicht. Ich glaube schon, weil es sitzt halt direkt hier. Man kann seine Arme nicht eigentlich so richtig hochheben. Man kann es, aber dann rutscht das halt nach oben, das Oberteil. Ja, pink, eigentlich nicht so ganz meine Farbe, aber es hat sehr gut gesessen. Und wie gesagt, ich habe den Rock dazu. Ich werde dazu mal ein Video drehen. So beides angezogen, folgt mir auf TikTok. Da werde ich das machen. Und ja. Das ist das Oberteil. Ja, es waren, glaube ich, 3 Euro oder 4 Euro habe ich dafür bezahlt. Und why not? Passende Oberteil zum Rock. Und man kann das Oberteil natürlich auch mit vielen anderen Sachen kombinieren. Ich habe es da ja mit einer Hose angezogen, glaube ich. Und es sah auch bombastisch gut aus. Also why not? Als nächstes habe ich diesen braunen Rock. Ich fand den auch sehr nice. Der ist auch in diesem so ein bisschen Woll-Look. Der ist auch super dehnbar. Schaut mal, man kann ihn so krass dehnen. Den habe ich in der XS geholt, weil ich wusste schon, der ist super dehnbar und der passt mir sehr gut. Hier oben haben wir ein dickeres Band, der ist halt mehr high-waisted, hat sonst eigentlich nichts Besonderes. Es ist einfach wirklich nur ein brauner Rock, aber da ich nicht so einen kürzeren braunen Rock habe, ich habe braune Röcke, aber die sind eher Maxi-Röcke. Und deswegen dachte ich mir, ich hole den mir einfach, und weil er die gekostet hat, ehrlich gesagt, deswegen war ich sofort überzeugt davon, wenn er nichts kostet, also was heißt nichts kostet, aber ihr wisst schon, was ich meine, wenn er einfach günstig ist, dann kann man sich den ja gönnen, genau, dann habe ich mir den hier gegönnt, ein schöner Rock, ja. Als nächstes habe ich dieses Kleid, also wenn man sich das anguckt, kriegt man so ein bisschen im Kopf, also bei mir auf jeden Fall wegen diesem Muster, seht ihr das? Hier ist das Muster anders als hier, also zwei verschiedene Muster auf einem Kleid. Ihr seht, es ist so ein Bandeau-Kleid mäßig, also hier so. Und es sitzt Bombe. Was ich sehr schön finde bei dem, ist, dass es aber unten nicht gerade zuläuft, sodass man kaum laufen kann, sondern es wird weit. Es ist eng, eng, eng und dann wird es weit. Und das finde ich halt mega nice bei dem Kleid. Ich habe das geholt in der Größe S. Ja, Bandeau-Kleid heißt es. Genau, in der Größe S habe ich das geholt. Es sitzt sehr, sehr gut. Ich liebe das Kleid. Ich kann es kaum noch abwarten, das anzuziehen. Das kann man mit Sandalen anziehen oder Dress Up dann mit High Heels. Und auf TikTok werde ich auf jeden Fall mit all den Klamotten ein paar Styles drehen. Also folgt mir auf TikTok, wenn ihr solche Videos sehen wollt, wie man so Klamotten stylen kann. Ja, dazu werde ich auf jeden Fall ein Video machen. Ansonsten, das Kleid ist einfach wunderschön. Es ist schlicht, aber irgendwo auch nicht durch dieses Muster, dass es so zwei verschiedene Seiten hat. Gibt dem Kleid einfach was Besonderes, würde ich sagen. Deswegen habe ich mir das geholt und es hat kaum was gekostet. Und es hat hier drin so ein Gummiband, dass es nicht rutscht. Das finde ich voll gut, dass die neuerdings diese Bänder mit drin haben. Genau, aber das ist das Kleid. Ein längeres Kleid, ein bisschen wie Maxi-Kleid. Und der Schnitt, man sieht an dem Schnitt auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann, dass das so Formfitting ist, so, ne? Finde ich nice. Dann habe ich hier einen Rock in Knallgelb. Ich weiß noch nicht, ob ich den behalten möchte, wie ich den stylen würde, gar kein Plan. Er ist knallgelb, diesen lockeren Stoff. Oben haben wir das Elastikband. Ich habe den geholt in der Größe XS. Bei solchen Röcken, wo ich ganz genau schon sehe, dass die sehr dehnbar sind, hole ich auch mal eine XS, weil es hat mir nicht geschadet, die XS zu holen. Die sitzt sehr gut, hat hier diese Raffung an den Seiten. Und ja, der Rock ist auch nicht zu kurz, was ich sehr gut finde. Was soll man noch sonst dazu sagen, außer dass er knallgelb ist und ich hoffe, dass ich ihn irgendwie stylen kann. Noch habe ich gar keinen Plan, wie ich diesen Rock stylen würde, womit und was weiß ich was alles, aber wir werden sehen. Es ist mein erster knallgelber Rock. Ich habe sonst nichts in dieser, ich habe sonst keine Röcke in dieser Farbe. Ich besitze eigentlich, glaube ich, gar nichts in Gelb. Gelb ist nicht so ganz meine Farbe, muss ich sagen. Ich besitze eigentlich nichts in Gelb. Deswegen, ich bin gespannt, ob ich das irgendwie stylen kann. Wir werden sehen. So, an Kleidungsstück, das letzte, was ich habe, ist dieses Kleid, was Gelb enthält, aber es ist halt so wie so eine Art, kann man sagen Regenbogen? Nein. Sunset, genau. Sunrise oder Sunset. Ihr seht das, dieser Farbverlauf von Gelb ins Orangene und dann wird das so leicht rötlich oder es bleibt eigentlich orange. Es ist so ein Gelb-Orange-Verlauf. Ja, es ist durchsichtig, leider. Ich musste was drunter anziehen. Was heißt leider? Ich habe was drunter angezogen. Josephine H. GX Naked war wahrscheinlich nur Kooperation. Und ich habe es in der Größe S geholt, hat die Raffung an den Seiten. Und ja, für den Sommer, ich dachte mir mal ein bisschen was mehr Farbe. Gerade mit meiner dunklen Haut, denke ich, sitzt das oder passt das richtig gut und sieht bombastisch aus, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, genau, das Kleid. Zu dem Kleid, nachdem ich es gesehen habe, habe ich mir noch Schuhe gekauft. Ich habe eigentlich genug Schuhe, aber diese Schuhe mussten einfach sein, weil sie runtergesetzt waren. Und ja, sie mussten einfach sein. Und zwar sind das diese Riemchenschüchen mit diesem Keilabsatz. Wie schön sehen die bitte aus? Schaut mal von vorne, Seite, von hinten. Das Coole ist, seht ihr das? Dass es hier ausgespart wurde und der Keilabsatz so schmaler gemacht wurde. Oh, die sehen so schön aus. Ich habe sie in der Größe 36 gekauft, obwohl ich normalerweise 37 trage. Aber ich habe mir gedacht, Girl, du hast in letzter Zeit abgenommen. Weil wenn ich abnehme, neige ich dazu. Wenn ich abnehme, neige ich dazu, auch bei meinen Füßen abzunehmen. Und jetzt passt mir einfach eine 36. Ich habe mir jetzt auch Sportschuhe gekauft. Die waren eine 36,5. Auch die passen mir. Ich hätte sie sogar in der 36 haben können. Keine Ahnung, wenn ich abnehme, nehmen auch meine Füße mit ab. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Jedenfalls habe ich ja, diese Schuhe mir noch gekauft gehabt. Und die passen perfekt mit dem Kleid. Ich habe sie auch mit dem Kleid angezogen. Aber ich werde sie nicht unbedingt mit dem Kleid anziehen, weil das ist zu offensichtlich. Mal gucken, mal gucken. Ich denke irgendwie, das ist ein bisschen sehr offensichtlich. Aber genau, ich werde sie gucken, wie ich sie style. Aber es sind meine ersten orangenen Schuhe. Ich besitze sonst keine orangenen Schuhe. Und einfach mal was anderes. Die Riemchen würde ich jetzt auch nicht so zumachen, wie jetzt in dem Video. Sondern ich würde sie unten lassen. Ich weiß nicht, warum. Ich mag diese Art Schuhe nach oben zu binden, überhaupt, ne? Ich habe es jetzt nur fürs Video gemacht, aber eigentlich, ich würde sie nicht so machen. Und die kommen hier auch mit so Gold-Detail an der Seite. Sind ein paar sehr schöne Schüche. Kann man auf jeden Fall machen. Und zu guter Letzt, Leute, habe ich noch diese Sonnenbrille mir gegönnt. Sieht aus so Cat-Eye-Look-Sonnenbrille. Nichts Besonderes weiter dran, einfach nur Cat-Eye. Und sie hat hier dieses Leo-Muster. Ich glaube, man sagt es zu Leo-Muster. Ihr seht hier das Video, aber ich werde die jetzt auch nochmal aufsetzen für euch, ohne dieses blöde Tag-Ding an der Seite. Und schaut mal, wie schön bitte ist denn diese Sonnenbrille. Komm, die passt auch sehr gut zu meinem Eierkopf. Und ja, kann man eigentlich nicht meckern. Das ist auch so eine Sonnenbrille, die sagt, Junge, bitte rede nicht. Bitte, hör auf zu reden, rede einfach nicht. Alles, was du sagst, ist Müll, okay? Rede einfach nicht. Guck einfach meine perfekte Brille an und halt den Mund. Spaß. Leute, ich bin so durch. Ich bin so durch. Oh, ich bin sowieso durch, weil ich leider erkältet bin. Aber naja, das ist eine andere Story. Jedenfalls diese Sonnenbrille, die musste ich mir natürlich auch noch holen. Ich habe jetzt, glaube ich, genug Sonnenbrille. Und ja, Leute, das war es eigentlich auch schon mit diesem Haul. Das waren die ganzen Sachen, die ich mir geholt habe bei Naked. Ich denke, die haben noch teilweise 80%, aber sie haben auf jeden Fall minus 40% auf alles. Das weiß ich. Ich verlinke euch alle meine Sachen, die ich geholt habe, hier unten hin. Und ja, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten. Peace!